Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kiwi Clicker, heute Teil 3. Und ich bin immer noch total entspannt und wollte ja eigentlich jetzt mit euch zurücksetzen. Ich dachte mir gerade, oh komm, gehst du mal in die Küche, holst dir noch einen schicken Kaffee, ne, dies, das. Und dann habe ich gerade hier unten diesen Button gesehen. War der gerade auch schon da? Try the Mouse Wheel. Also man kann es mit dem Mouse Wheel machen, man kann aber auch einfach draufklicken. Und dann sehe ich hier unten irgendwie, was ist das denn hier? Crowded Club. Crowned Club. Come back with a crown. Crown. Wir müssen hier Kronen reinpappen. Wir brauchen eine Krone. Und hier ist für eine Krone requires one or more transcendence crowns. Kiwi Lab 2. Und das hier requires three or more transcendence crowns. Okay, also irgendwie müssen wir noch Kronen generieren. Und da gucken wir doch mal, hier muss das irgendwo passieren. Sind das hier die Kronen? Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Gut, also aktuell seht ihr, läuft es hier richtig gut. Ist ein bisschen schade, das jetzt aufzuhören, aber wir machen es trotzdem mal. Wir transzendieren mal für 36. Ja, yeah, come on. Und tschüss, ihr lieben Kiwis. Ach, es war so schön mit euch. So, und jetzt können wir die hier einsetzen. Und alles, was blinkt, kann man tatsächlich auch kaufen. Exotik Twinkie Levels. Wobei, das müssen wir gerade nicht jetzt machen. Wir können ja erstmal hier. Ach, guck mal. Ja, die starten jetzt auf Level 3, die starten auf Level 2, die starten auf Level 1. Das läuft, das ist doch schön. Die starten bei 615. Okay. Krass. Also fangen wir mal eben ein bisschen leichter an. Haben wir jetzt eine Crown bekommen? Ne, 44. Man kann auch nicht. Okay, was auch immer das ist. Also hier müssen wir mal gucken, wo wir diese Kronen herkriegen. Das wird sicherlich erstmal der spannende Teil werden. So. Machen wir mal hier ein bisschen, da ein bisschen. So, mal mehr Kronen, mehr Dinger kriegen hier. Profession available. Das war ja gar nicht so schlecht hier, ne? Brew potions that boost and apply special effects. I want to play with every 20 bis 20 minutes. I like clicking or using an auto-clicker. Wir probieren mal das hier aus. So, müssen wir mal gucken, was ist. All clicks also click the kiwi. Ach, das ist natürlich nice, okay. Ja, das haben wir ja jetzt. Oh, warte mal, das ist der König. Was geht denn hier ab? Was ist denn das für ein König? Okay, was war das denn jetzt für ein König? Okay, okay. Also, okay. Okay. Hier geht ganz schön was ab, würde ich sagen. Der König ist immer noch da. Was ist das für ein König? Jedenfalls sieht der super witzig aus. So, der König macht auf jeden Fall hier diese Dinger. Bams. Und eine Karte kriege ich, um noch einen König zu machen. Komm, machen wir den nächsten König direkt einfach nach. Krass, okay. Gut, hätten wir das schon mal geklärt. So, was machen wir denn jetzt hier gerade? Wir machen 5000. Das sieht doch gut aus. Der Archery-Typi, der schießt jetzt irgendwie mit auf unseren Typ. All clicks also click the Kiwi. Ah ja. Plus 30% Max Security Speed Multiplier. Oh, das nehmen wir mal. All clicks also click the King. Okay, auch schön. Max Security Speed Multiplier. Okay, dann haben wir jetzt mal alles ausgegeben für den Speed. Enables the Archery Target Click to Speed Up Time. Okay. So. Also, ne, ihr seht hier unten, der macht, was er machen soll. Sobald ich da klicke, klickt der Auto einfach nochmal drauf. So. Okay. Ja, das heißt, jetzt wieder sammeln. Wir können nochmal gucken. Krone haben wir immer noch keine. Aber ja, die 44 Dinger, die wir ausgeben können, na klar. Der
Dann gucken wir nochmal. 44 können wir ja für irgendwas Sinnvolles ausgeben. Warte mal, lass mal gucken, was bräuchten wir dann am ehesten? Also am ehesten ist, glaube ich, dass der hier direkt mit dem höheren Level startet, der Auto-Kiwi. Wo ist denn hier der Auto-Kiwi? So. Auto, 4 Auto-Kiwi-Ka-Levels. Nochmal 4 Auto-Kiwi-Ka-Levels, sofort nach dem Transzendieren. Und nochmal 8 Auto-Levels. Finde ich gar nicht so schlecht, oder? Backstuffer-Levels. 36 haben wir, 24, Beggars Arrive at Security Faster, Security Speed, ich kann mich natürlich wie immer nicht entscheiden, hier nochmal ein paar Dings, hier haben wir nochmal 9, 9 sind 25, oder? So, also jetzt haben wir ein bisschen was in die Zukunft investiert, quasi, ja, indem wir sagen, alles, was. Don't forget to click here, ja. Ray, okay, alles klar. So, jetzt kommt der König. Ah, kann direkt den platt machen. Und ihr seht, gleichzeitig werde ich unten beschossen. Das ist natürlich richtig schön. Die Dinger, also den König töten heißt, hier kriegen wir diese Dinger voll. So, was haben wir denn hier? 28.000 zu 14.000, 28.000, okay. Ja, das hier ist jetzt wieder der Bottleneck, ne? Genau, das hier ist jetzt irgendwie, haben wir nicht mehr freigeschaltet, dieses Speichern. Ich glaube, das war wirklich der, dieser Tree hier, ne? Ja, der Multiplayer hat mich also wirklich nach vorne gebracht. All clicks also click the king, ist nicht so interessant. Enables the archery target, click it to speed up time. All clicks also click security, ja, das ist doch gut. Also ihr seht, die machen dann nicht nur die Prozente, die machen auch das. Das ist doch nice. Das ist doch gut. 36.000 zu 45.000. So, okay. Das heißt, so kriegen wir, wenn wir hier klicken, gleichzeitig irgendwelche Sachen und die Security geht auch noch schneller. Hey, you, now comes the king. Okay. Haben wir den verwandelt. Hopp. Sehr gut. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen was geschafft. Ein bisschen was eingenommen tatsächlich. Das läuft doch gar nicht so schlecht. 57. Wir machen 62. Also das mit dem ersten Baum, den ich genommen hatte, hier den rechten, fühlte ich mich ein bisschen besser, tatsächlich. Aber gut. Gut, wir wissen immer noch nicht, wie wir die Kronen kriegen. Gain 10% weniger, aber dafür haben die halt ein Management Gain, Reward Gain. Die Kiwis sind dadurch ein bisschen freundlicher oder fröhlicher. Hm? Ah, müssen wir mal schauen. Was muss ja was mit dem Transzendieren zu tun haben? Das hier vielleicht? Ach, klar. Eins, das ist eine Krone, das ist eine Krone, das ist eine Krone, das ist eine Krone. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, closen wir nochmal. Heißt eins, zwei, drei, vier, fünf. Eine, zwei, macht dann drei insgesamt. Und hier nochmal drei. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, macht dann sechs. Oder 1 und nochmals. Ich verstehe es nicht. Ja, gut. Also, irgendwann muss man vielleicht noch eine 6. herkriegen. Sehe ich aber gerade nicht. 1, 2, 3, 4, 5.
Na gut, da macht Sinn, vielleicht mal erstmal einen Tree irgendwo durchzusetzen. Und was kriegen wir dann? Dann kriegen wir Requires one or more Transcendence Crones. Requires two or more, three or more. Okay. Dann haben wir hier so ein Bird. Aber was man dann mit dem Bird machen kann, wissen wir auch noch nicht. Vielleicht können die dann hier diese Dinger herstellen. Spannend. Spannend, spannend, interessant. So. Dann machen wir mal wieder ein bisschen Geld. Ja, so ergibt sich das hier langsam scheinbar. Ich mag tatsächlich, dass man hier nicht ganz so schnell Progress macht. Normalerweise sind wir das ja gewohnt, dass wir innerhalb der ersten, sagen wir mal, 2-3 Stunden wirklich super schnellen Progress machen, super schnelle Sachen freischalten. Aber hier finde ich das gut, dass es halt mal ein bisschen anders ist, insofern, dass man halt nicht ganz so schnell Progress macht. Und vor allem mag ich, dass da nicht sich so viel, mega viel vom Bild verändert. Also zumindest bis jetzt. Hier unten noch ein bisschen was. Interessant, aber... Wir müssen mehr in das Ding reinstecken. Ja, wir bauen den Autokabel, der muss halt wirklich mehr ran schaffen, glaube ich. Da fand ich den Multiplayer echt besser hier, also muss man sagen, werde ich glaube ich hier nicht nochmal drauf gehen. Clicks the King, ja. Multiplier hier. Haben nur noch zwei, müssen wir eh warten. Da war irgendwie der Progress, was die Millionen und so weiter angeht, irgendwie höher. Ja, gut, vielleicht ist das auch ein bisschen nur bisschen eine Idee. Millionen braucht das Upgrade da hinten jetzt. Also es gibt ja auch die Autoklicker, die man runterladen kann. Da gibt es ja kostenlose Dinger. Die klicken dann halt die ganze Zeit für einen. Quasi so, wie ich jetzt gerade auch hier geklickt habe in dem Schnellverfahren, also so hier. Dann könnt ihr natürlich viel schneller, viel mehr machen, das ist ja klar. Aber wollen wir das? Nein. Wobei, das könnte man natürlich machen mit dem Autoklicker, dass dann die Archers quasi den König erledigen, ne? Seht ihr, wie schnell die klicken können, also ich glaube, da geht schon was. Mit so einem Autoklicker, glaube ich, geht das ganz gut. Aber da brauchen wir dann die Archer, wie gesagt, für. Ja, ja. So, jetzt klicken wir hier. Wir sind entspannt. Wir lassen uns nicht hetzen, ne? Fast mit einer halben Million da rein. Bei 22 Millionen gibt es nochmal. Ja, genau. Gucken wir mal von 6,4 auf 9,8. Das ist natürlich ein krasser Fortschritt. Den nehmen wir da. Jetzt sieht man, jetzt haben wir gerade, wie gesagt, fast eine halbe Million. Jetzt sind wir was von einer Dreiviertelmillion. Hier sind wir bei 260.000. Ja, trotzdem, gut, einmal rein Luton, 260 durch 75 sind dann auch 3, ne? Plus das, was ich dazu beisteuere. Gut, da ist tatsächlich die Frage. Was ist das Ziel unserer Sache? Ne? Ist das Ziel gerade den König möglichst schnell erledigen? Der kommt jetzt wieder. Das lohnt sich halt nicht, weil der halt jetzt gerade... Ja, okay. 3,5 Millionen. Weil der halt die ganzen Kiwis durchs Ding jagt.
Okay, gucken wir mal. Oh, jetzt können wir sogar zweimal upgraden hier. Hm? Da, guck mal da. Da kommt eine Karte reingeflogen. Ach, wie süß. Schön, schön. Wir könnten nochmal den König buttern. Machen wir gleich. Warum auch nicht? Komm. Ups, Kiwi-Klicker. What? I will get this Kiwi back on track. Was war das denn jetzt? Das war so eine Zeitkarte, ja? Ah, krass, okay. Ah ja, krass, das hat ja richtig reingebuttert hier. Wie viel machen wir jetzt hier? 963, also fast doppelt so viel, ist doch gut. Oder habe ich ja gar nicht aufgepasst? Ich dachte, das wäre einfach ein König. Offensichtlich war das aber eine andere Karte, na gut. Und ihr seht, Security brauchen wir nicht mehr aufgraden, das haben wir jetzt schon. Die können wir hier noch machen. Man ist natürlich irgendwie daran interessiert, möglichst gleichförmig das Ganze zu haben. Lass mal gucken, was macht der denn hier? Und to play a bit every 20 bis 40 Minuten. Mhm. Das hier war jetzt halt by all, ja klar. Security Speed. Ja, ist halt ein bisschen die Frage, ob sich das lohnt. Also bis jetzt war, glaube ich, der rechte war irgendwie am besten, tatsächlich. Wir können ja hier mal gucken, wo wir die Krone als erstes holen können. Vielleicht müssen wir hier... Ah, 150 kostet die. 900 kostet die, alles klar. A bridge from a crown to another side. Hm, multiply Kiwis per car hit. Nehmen wir auch mal. Also, wir haben die ja noch 15, ne? Oder hier plus 60% Kiwis per car hit. Nehmen wir mal das ruhig mal so. 6 haben wir noch. Okay. Klingt ein bisschen komisch, wenn man da anfängt. So. Jetzt ist die Frage, ob wir... Warte mal, wir haben jetzt 21. Wir gucken mal, ob wir jetzt durch den König kriegen wir wahrscheinlich 5 oder so. Oder 6. Da rechts oben steht eine blaue 6, links oben steht die 21. Jetzt gucken wir mal, was da rauskommt. Weil das König Nummer 7 war, ja. Okay, das heißt, beim nächsten müsste der in theoretisch dann 8 rauskommen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie füllen wir dieses 8% hier? Ihr seht ihr hier, das ist der Königsfortschritt. Aktuell fühlt sich da gar nichts. 9%. Ob das da an den Millionen liegt, die man da einsammeln muss? Das kriegen wir natürlich raus. 1,9, okay. So, jetzt pumpen wir hier mal ein bisschen mehr rein. Von der Kiwi. Aber das könnte das natürlich erklären, dass man halt diesen, dass man halt quasi hier immer mehr macht. King summoned, gain to summon more. Was? Gain to summon more, ja okay, also wir müssen halt quasi hier Könige, Millionen Kiwis, Kronen sammeln, Coins, Entschuldigung, um quasi... Anzahl davon voll zu kriegen. Das heißt, es macht auf Dauer halt mehr Sinn. Ah,
nochmal mehr Sinn, hier diesen Carpentry zu nehmen. Hm. Na gut. Wir können ja gleich überlegen, ob wir transzendieren. Haben wir das diese Folge schon gemacht? Ne, wollten wir eigentlich, ne? Oder haben wir das schon gemacht? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, das haben wir gemacht. Gleich ganz am Anfang. Wie viel haben wir denn jetzt? 6. Und dann kriegen wir nochmal 28, wenn wir transzendieren, ja? 40. Also sind wir bei 34. Ja, können wir uns jetzt nicht so viele Upgrades leisten. 18, 36, also 1 irgendwo. Ist halt wirklich die Frage. Was? 1,08 Millionen, wenn man immer noch mehr mit dem. Weil wir fahren auch wirklich nur einmal. Also hier müssen wir wirklich upgraden, glaube ich. Oder halt hier auch ein bisschen upgraden. Spannend. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Ich würde mal sagen, das war's jetzt für diese Folge. Es ist eher eine kleinere Folge, weil ihr seht ja, der Progress ist jetzt gerade noch nicht so gegeben. Und in der nächsten Folge würde ich nochmal transzendieren. Genau, vielleicht mache ich noch einen König oder so und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann transzendieren wir gleich am Anfang mal und gucken mal, was dabei rauskommt. Ja, so machen wir das vielleicht mal. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Seid entspannt und so und klickt ein bisschen. Zum Beispiel auf den Daumen nach oben Button. Auf verschiedenen YouTube-Kanälen zum Beispiel. Macht's gut. Tschüssing.